Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Dampfens und alle, die es werden wollen. Heute geht es also um den Terra mit einfachen R. Es hat also mit Erde nicht direkt etwas zu tun. Woher jetzt dieser Name kommt, habe ich nicht recherchiert, aber er klingt auf jeden Fall gut. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das Gerät gefunden habe, ob ich damit zufrieden war und ob ich ihn euch empfehlen kann. Ja, wenn man die Packung vom Terra aufmacht, ist man schon recht angenehm überrascht. Es ist sehr viel dabei, zum Beispiel ein Glasmundstück, ein zusätzliches und ein Anschluss für den Wasserfilter, sodass man den Dampf auch durchs Wasser ziehen kann. Auch noch so einige Reinigungssachen und Ersatzteile. Also da ist es schon mal ganz positiv von Anfang an aufgefallen, das Gerät, der Terra. Fangen wir mal mit dem Gewicht an. Es ist wirklich recht wuchtig, wie knapp über 300 Gramm. Also wuchtig vom Gewicht her, von der Größe her, wie ihr seht, ist es eigentlich ganz angenehm. Es ist passend, man kann die Hand nicht komplett drum schließen, aber es ist nicht so hoch wie zum Beispiel ein Mighty oder ähnliche Geräte, sondern es ist schwer, aber kompakt. Also es fühlt sich wie ein Stein an, den man auch gut mal werfen könnte. Aber das empfehle ich euch jetzt nicht, das zu tun. Hier ist der übliche Micro-USB-Anschluss. Hier ist so eine Welle, dass man es so gut anfassen kann. Hier, ich denke, das ist reines Design. Hier auf beiden Seiten sind solche Streifen. Das ist jetzt die Vorderseite, wo Terra draufsteht. Und diesen Deckel kann man auch wegmachen. Und da kommen die beiden Batterien zum Vorschein. Also er gehört zu den Vaporizer mit wechselbaren Batterien. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt. Das sind diese üblichen 18650er Batterien, die in vielen E-Zigaretten und so weiter verwendet werden. Und die kann man eben direkt hier aufladen über den Micro-USB oder auch in ein extra Gerät natürlich. Es wirkt nicht wie so ein billiger Deckel, sondern der hat so ein gewisses Eigengewicht. Der scheint innen aus Metall zu bestehen. Ansonsten ist das Gerät hier natürlich Kunststoff. Es ist so ein gummierter Kunststoff, also es liegt gut in der Hand. Es ist nicht glatt, sondern eben so rau. Hier oben haben wir dann drei Knöpfe. Die Bedienung, zu der komme ich noch genauer. Diese Knöpfe haben einen ganz angenehmen Druckpunkt, wirken wertig. Hier oben ist dann das Display. Das ist etwas Besonderes. Das haben wenige Vaporizer, dass es oben drauf ist. Das ist ganz praktisch, weil man kann während des daran Ziehens die Temperatur und den Batteriestand und so weiter anschauen und muss hier nicht seitlich hinschauen. Es gab drei Varianten von dem Terra. Die beiden davor hatten irgendwelche Probleme. Das ist jetzt die Version 3. Also die hatten Probleme, dieses Heizelement, das war wohl nicht ganz sauber, beziehungsweise also das hat irgendwelche Ausgasungen gegeben. Und das ist bei dem neuen nicht der Fall. Das ist also das neueste Modell und das erkennt man unter anderem, dass hier eine Nummer steht, also ein Produkt-ID. Und hier diese Löcher hier, da wird die Luft reingezogen. Also wenn ihr anzieht und hier das zuhaltet, dann könnt ihr nicht anziehen. Also die komplette Luft wird hier unten durch das Gerät durchgezogen. Es ist ein Konvektionsvaporizer, das heißt, durch heiße Luft werden die Kräuter erhitzt und nicht der Topf selbst wird erhitzt. Ja, die Bedienung ist nicht sehr kompliziert. Man nimmt hier oben das Mundstück ab, das ist mit Magnettechnik dran befestigt. Das ist ganz gut, das ist ein recht fester Magnet und der hält es auch wirklich dran, also das ist luftdicht verschlossen. Das liegt auch daran, dass dieses Mundstück hier, das kann man aber auch als Nachteil sehen, einen Silikonrand hat. Dieses ganze Stück ist also die Dichtung und er drückt sich hier in den Topf passend rein und es ist dann wirklich dicht. Der Test, wie gesagt, ist, indem man hier zieht und man kann nicht ziehen, wenn man hier unten zuhält. Das heißt, hier seitlich kommt nichts rein. Ein kleiner Nachteil für die Spaltmaßfetischisten unter euch. Das kann man hier so ein bisschen hin und her bewegen. Es ist trotzdem dicht. Zwischen Deckel und Display sind die Spaltmaße nicht optimal. Aber das ist jetzt eine reine Äußerlichkeit. Im Vergleich zum Boundless CFX ist hier ein relativ breiter Topf verbaut. Und hier drinnen ist ein Sieb. Das kann man ohne weiteres rausnehmen. Das ist also nicht in irgendeiner Nut drinnen. Kann dann dieses Sieb leicht reinigen. Ein kleiner Nachteil ist, man kann es aus Versehen, wenn man die Kräuter ausleert, mit ausleeren, also da ein bisschen aufpassen. Dann füllt man die Kräuter hier rein. Es muss nicht ganz voll sein, aber einigermaßen voll. Man kann auch Konzentrate verwenden. Es ist auch ein sogenanntes Tropfkissen dabei, wo man mit Konzentraten arbeiten kann. Also das ist auch vorgesehen. Wie vorhin angedeutet, gibt es ein weiteres Mundstück. Und zwar dieses Glasmundstück, das ist unten genauso aufgebaut, auch mit diesen Silikondichtungen. Und oben ist es eben Glas.
Der Nachteil ist, beim Transport stört es mehr. Man kann das hier ein bisschen bewegen, aber es kann natürlich leichter kaputt gehen. Das Kunststoffmundstück kann man ein- und ausklappen. Das Glasmundstück kühlt natürlich ein bisschen besser und man hat eben das Glas statt den Kunststoff. Um es anzumachen, muss man erstmal 5-mal auf diesen unteren Knopf drücken. Dann kann man, was ein ganz witziger Feature ist, diesen Bildschirm um 180 Grad drehen, indem man hier 3-mal drückt. Und dann hat man es also so rum, was ich eigentlich praktischer finde, weil man zieht in der Regel so und schaut dann so drauf. Am Anfang sieht man jetzt nur die Temperatur, die im Moment ist. Dann kann man hier mit Plus und Minus die Temperatur einstellen. Wenn man drauf bleibt, geht es schnell. Es geht bis 220 Grad die Temperatur. Wenn man starten will, muss man ein paar Sekunden auf den großen Knopf drücken, der hier an der Stirnseite ist. Wie ihr seht, geht es relativ schnell nach oben. Wenn es dann die Temperatur erreicht hat, vibriert das Gerät auch kurz. Das ist also auch ein inzwischen ziemlich häufiges Feature bei Vaporizern, aber auf jeden Fall praktisch. Ja, das war es für den ersten Zug schon eine ganz gute Dampfwolke. Normalerweise braucht er ein bisschen Anlaufgeschwindigkeit, aber er war jetzt schon warm. Deswegen ging das so schnell. Der Dampf schmeckt sehr angenehm, sehr gut. Ich spüre keine Nebengeschmäcker nach Kunststoff oder sonst was, sondern wirklich nur die Kräuter. Der Zugwiderstand ist auch nicht besonders groß. Man spürt einen Zugwiderstand, aber dafür, dass ich von ganz hier unten die Wärme nach oben ziehen muss, also immerhin durch das ganze Gerät durch, ist es auch sehr angenehm. Ich tät sagen, der Zugwiderstand ist vielleicht etwas größer als bei einem Mighty, aber nur geringfügig. Und ihr seht, es kommt ziemlich viel raus. Allerdings muss ich sagen, es dauert schon ein bisschen. Sie sind jetzt auch noch relativ grün, die Kräuter. Also es dauert schon eine ganze Zeit, bis alles draußen ist. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich kein Nachteil. Es soll ja nicht unbedingt ein schneller Schuss sein, aber das ist immer Geschmackssache natürlich, je nach Situation. Ich habe gemerkt, dass man, um dann alles rauszukriegen, schon auf etwas höhere Temperaturen gehen muss, so über 200 Grad, wenn das richtig dunkelbraun sein soll, das Material, und nicht hellbraun bis noch etwas grünlich. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, wie weit man ausnutzen will die Kräuter, oder ob man sagt, es geht mir jetzt nicht darum, das letzte Nanogramm herauszuziehen an Wirkstoffen. Jetzt kann ich nochmal euch mit dem alternativen Mundstück vordampfen. Muss man dann etwas steiler halten. Was vielleicht ein kleiner Nachteil ist, da müsste man eher so machen, wenn die Kammer nicht ganz voll ist, dann wird es ein bisschen auf eine Seite fallen, die Kräuter. Nach einer Zeit geht das Gerät immer wieder in Standby, nur nach 1, 2, 3 Minuten, dann müsst ihr wieder lang diesen Knopf drücken. Das ist natürlich gut, dass es von selbst aufhört zu heizen und nicht ewig weiter heizt. Ja, hier ist also dieser Adapter, der wie gesagt im Lieferumfang dabei ist. Dazu passt dieser Wasserfilter hier und den teste ich jetzt auch nochmal. Macht den Dampf noch ein bisschen kühler und geschmacklich vielleicht noch etwas besser. Ist also auch eine tolle Sache, dass das dabei ist. Ja, was ist mein Fazit zum Boundless Terra? Der Boundless Terra hat mir insgesamt gefallen. Ich fange erstmal mit den paar kleinen Nachteilen an. Ein Nachteil ist für mich, dass es am Anfang schon etwas kunststoffmäßig riecht. Also wenn man es frisch aus der Packung nimmt, riecht man Kunststoffdämpfe, die verschwinden dann mit der Zeit und man riecht sie nicht mehr. Aber das ist vielleicht den einen oder anderen von euch, schreckt es schon ab. Das will ich ganz ehrlich dazu sagen. Am Anfang riecht man, dass es neu ist. Es steht
in der Bedienungsanleitung auf mehreren Stellen, dass das alles Medical Grade Materialien sind. Also es sollte nicht wirklich gesundheitsschädlich sein, aber ich will das dazu gesagt haben. Die Bedienung des Terras lernt man mit der Zeit, aber ist nicht irgendwie so ganz eingängig mit 5-mal drücken am Anfang, aber auch dann, dass man nochmal drücken muss, um loszuheizen. Und auch manche Anzeigen auf dem Display, also wenn man diese Richtung ändert, da steht dann plötzlich 400 Fahrenheit dort, ist aber in Ordnung, die Bedienung. Ein kleiner Nachteil ist vielleicht, dass das hier so Silikon ist und da der Dampf vorbeigeht, dass man das so macht. Vom Dampf her finde ich ihn sehr, sehr gut. Es kommt wirklich viel Dampf raus. Es dauert ein bisschen. 1-2 Züge kommt noch nicht viel Dampf raus, aber dann kommt richtig gut Dampf raus. Man kriegt es hin, dass alles ausgenutzt ist. Es ist auch gleichmäßig genutzt, aber man braucht ein bisschen Geduld und auch einigermaßen Temperaturen, um es so richtig auszunutzen, die Kräuter. Ist aber auch verständlich, weil es sich hier um einen Konvektionsvaporizer heißt. Das heißt, dass die Luft nur durchläuft, nur durch die Kräuter durchgeht und nicht der Topf selbst so heiß wird. Und deswegen ist die Verbrennungsgefahr von dem Boundless minimal. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil bei solchen Konvektionen. Man schafft es nicht, die zu verbrennen. Der Zugwiderstand ist ziemlich gering. Das haben sie auch sehr gut hingekriegt. Ein ganz klarer Vorteil ist diese herausnehmbaren Batterien. Er hält auch einigermaßen lang, nicht ewig lang, weil es relativ viel Energie verbraucht, diese reine Konvektionserhitzung, da kommt die Hitze immer von hier unten hoch und das braucht natürlich, wie ihr euch denken könnt, relativ viel Batterie, aber dadurch, dass sie austauschbar sind und zwei recht große Batterien mit jeweils 2500 mAh, also insgesamt 5000 mAh, man da drin hat, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Er passt gut in die Hand, er ist angenehm zu halten, ist aber nicht gerade klein und schon gar nicht schlank, er ist ein kleiner, festerer Typ. Es hat dadurch halt auch ein wertiges Feeling, aber im Bereich Kompaktheit ist er sicher nicht vorne, der Terra. Ja, der super Lieferumfang ist noch zu erwähnen, wo man sogar einen Wasserfilteradapter, der auf alle möglichen Wasserfilter, männlich und weiblich und so weiter, in den meisten Größen passt dabei. Also es ist wirklich so ein Gerät, das in allen Bereichen überzeugen kann, aber jetzt nirgends ganz besonders ist. Er kostet so um die 200 Euro. Das ist ein absolut angemessener Preis, weil er doch nicht viel schlechter als die Spitzengeräte sind. Ein Mighty ist noch ein bisschen von der Thermik, vom Dampf her noch eine kleine Stufe drüber. Aber auch hier kriegt ihr alles raus, habt eben noch tauschbare Batterien. Insgesamt also für euch eine Empfehlung von mir für den Boundless Terra. Ja, kommentiert, falls ihr was zu ergänzen, etwas zu korrigieren oder sonst eine interessante Bemerkung habt. Like das Video, wenn ihr es liked. Ich wünsche euch immer guten Abend. Hier und hier.